Die Nikolaikirche in Leipzig, seit 1982 Ort der Friedensgebete. Ausgangspunkt der friedlichen Revolution. Und ihr Pfarrer Christian Führer. Der Mann, der sich die Arbeit mit Randgruppen der Gesellschaft zur besonderen Aufgabe gemacht hat und dem Gewaltlosigkeit und Frieden in der Welt oberstes Anliegen sind. Die Schlagzeilen der Zeitungen in Bezug auf den Irakkrieg werden immer eindeutiger. US-Regierung korrigiert Terrorbericht. Rumsfeld-Erlaubnis für 20-stündige Verhöre belasten Verteidigungsminister schwer. Um eine Abstimmungsniederlage zu vermeiden, ziehen USA UN-Antrag auf Immunität ihrer Soldaten zurück. War nicht nur klug, sondern höchst nötig angesichts der Folterbilder amerikanischer Soldatinnen und Soldaten und der Zustände der Rechtlosigkeit auf Guantanamo. Hat die Welt nun längst kein Verständnis mehr, dass ausgerechnet die amerikanischen Soldaten bei Menschenrechtsverletzungen geschont werden sollen und nicht zur Verantwortung gezogen werden sollen. Dann haben Sie vielleicht auch gehört, dass Michael Moore, schon längst bekannt, seinen Film heute losgelassen hat oder in den letzten Tagen und eine unerhörte Wirkung, was Einschaltquote und Zuschauerzahlen betrifft, erreicht. Es ist ein Film gegen den Bush-Krieg. Und erstmals seit Beginn des Krieges im vorigen Jahr sehen 54% der amerikanischen Bevölkerung den Invasionskrieg als einen Fehler ein. Und 55% der Bevölkerung glauben auch nicht mehr, dass die USA durch den Krieg sicherer vor Terroranschlägen geworden seien. Liebe Friedensgebetsgemeinde, das ist ein gutes Zeichen. Es tut sich was. Was wir jahrelang immerzu gesagt haben, seit 1991, im ersten Golfkrieg, was wir im vorigen Jahr durch große Friedensgebete und Demonstrationen bis 45.000 Teilnehmer gesagt haben, das weltweite Nein der Kirche, der millionenfache Protest der Völker, die klare Stellung der UNO gegen diesen Krieg, was alles schon angesagt war, gewusst war, das scheint jetzt auch die Bevölkerung oder weite Teile der Bevölkerung in den USA zu begreifen. Frieden kommt nicht mit Gewalt. Krieg und Gewalt lösen keine Probleme, sondern schaffen Probleme. Das gilt erst recht für einen Angriffskrieg wie den Irakkrieg. Die unübersehbaren Folgen dieser Gewalttat, wie dieser Krieg motiviert und mobilisiert hat, sind auch nicht durch eine Interimsregierung von Amerikas Gnaden zu neutralisieren. Unser Widerstand im Namen Jesu, in Friedensgebeten und Demonstrationen gegen den Krieg und seine Verursacher tragen immer mehr Früchte. Die Verantwortlichen des Bush-Krieges müssen ebenso wie Saddam Hussein vor aller Welt zur Rechenschaft gezogen werden. Ich kann Ihnen sagen, in den Friedensgebeten hier in der Nikolaikirche bleiben wir dran. Und ich freue mich, dass diese Frucht unserer Gebete und Überlegungen jetzt auch so weite Kreise zieht. Und wir sollten das immer im Auge behalten. Aber auch die Renovierung seiner Kirche, die Erneuerung der größten Orgel in Sachsen und die Mitarbeit in vielerlei Gremien nehmen Pfarrer Führer stark in Anspruch. Er, der gebürtige Leipziger, wurde vor allem durch die Friedensdekade und sein Konzept der offenen Stadtkirche bekannt. Heute ist eine Gruppe junger Sozialarbeiter aus Süddeutschland hier. Sie wollen sich über die Anliegen dieses Mannes, vor allem aber über die Ereignisse des Jahres 1989 informieren. Und wir, die wir ihn schon lange bewundern, freuen uns, ihn dabei heute mit der Kamera begleiten zu dürfen. Wir müssen da Folgendes überlegen. Die müssen hier stimmen. Wir müssen am besten auch rausgehen und stellen uns an die Säule. Da, oder hier an der Ecke, da können wir das auch hören. Wir können die jetzt nicht
wir müssen unbedingt weitermachen. Wir sind tüchtig im Stress und darf ich Sie bitten, dass wir dann, das habe ich jetzt erst gemerkt, dass wir... Oktober, diesem Tag der Entscheidung, da waren in der Kirche, sage ich mal, die DDR exemplarisch vertreten. 90% Nichtchristen, ein Idealfall für Kirche. Nun musste man ja irgendwie aber den Leuten auch mal sagen, Leute, so ganz unter uns sind wir hier nicht. Da habe ich zwei Formulierungen mit großem Erfolg verwendet. Das habe ich nur dreimal gemacht. Habe ich gesagt, wir begrüßen heute mal diejenigen besonders herzlich, die wir bisher noch nie begrüßt haben. Die inoffiziellen Vertreter des Staates. Und da hat sich ein leichtes Schmunzeln durch die ganze Kirche breit gemacht. Das war richtig hilfreich. Wissen Sie, wenn Sie Tag und Nacht Angst haben und Sie können mal lächeln oder gar lachen, das ist eine ungeheuer befreiende Sache. Den größten Erfolg hatte ich mit der Bemerkung, dass ich sagte, Leute, guckt euch um, wie schön, dass unsere Mütter und Väter im Glauben nicht nur so kleine Räume gebaut haben, wo keiner reinpasst, sondern so riesen Kirchen, wo so viele Leute Platz haben. Wenn ich mich umsehe, sind wir heute wieder mal mit Sicherheit 2000 Leute in der Kirche. Und da fing alles an zu lachen. Sicherheit war der Terminus technicus für Staatssicherheit. Und jetzt passierte was ganz Verrücktes. Die Leute freuten sich alle, guckten sich um. Und jetzt konnten sich ja nur alle nicht freuen. Da enttarnten sich die Leute durch ihre steinerne Miene jetzt plötzlich selber. Die konnten aber auch nicht alle rausspringen aus der Kirche. Die saßen eingekeilt. Jetzt sah man sie plötzlich alle, erkennbar waren sie geworden. Jetzt sah man sie alle zwischen den vielen Menschen sitzen. Und jetzt kam noch ein wichtiger Gedanke dazu, dass die Leute dachten, Mensch, wir hatten ja alle solche viehische Angst vor der Straße. So allmächtig wie die tun, sind die nicht. Hier in der Kirche ist deren Macht zu Ende. Hier haben die nichts zu sagen. Da es lauter solchen Mosaiksteinchen bildet sich dieser ganze Vorgang. Und wenn wir den 9. Oktober nochmal anreißen, das müssen wir tun, da müssen wir sagen, wir haben schon am 2. Oktober gesehen, dass wir die Leute überhaupt nicht mehr in die Kirche reinkriegen. Und auch nicht auf den Platz unterkriegen. Und da haben wir alle Kirchen der Innenstadt gebeten, mit uns 10 Minuten später als 17 Uhr Friedensgebet zu halten, dass wir so viel wie möglich Leute von der Kirche weg, von der Straße weg in die Kirche reinkriegen, dass sie nicht von der Polizei gegriffen werden können, sondern dass sie auch die Botschaft der Gewaltlosigkeit hören. Und da haben wir tatsächlich auch 6.000 Leute in die Kirchen reingekriegt. Aber es waren 70.000 gekommen, wie wir dann aus den westlichen Medien erfuhren, konnte man an dem Abend noch nicht übersehen, wie viel es waren. Die größte freiwillige Demonstration, die es am Anfang einer Entwicklung in der DDR jemals gegeben hat. Und wir haben also den Gottesdienst gehalten. Während des Gottesdienstes waren schon solche Sprechwogen. Und wir dachten, Mensch, jetzt geht die elende Verhafterei schon während des Friedensgebetes los, weil immer dieses schämt euch was, schämt euch was. Diese Rufe begleiteten immer die Verhaftung, wie schon gesagt. Aber das war nicht der Fall. Dann trommelte einer an der Tür, die Leute lachten alle. Die dachten, er wollte noch rein. Und sagt, Mensch, die ist völlig überfüllt, was willst denn du hier noch? Da war das einer von den 6 Unterzeichnern, der hat den Aufruf von Masur und Bernd Lutz Lange zur Gewaltlosigkeit gebracht. Den haben wir auch noch in der Kirche verlesen lassen, haben die Leute geklatscht. Das hat auch geholfen. Und als wir dann raus wollten hier auf den Platz, am 9. Oktober ist es 18 Uhr schon dunkel oder ziemlich dunkel, da war ich, diesen Anblick werde ich auch nie vergessen, kam ich hier raus aus dieser kleinen Tür. Das heißt, wir wollten raus, wir kamen gar nicht raus. Übersät mit Menschen dieser Platz. Die hatten alle Kerzen in der Hand. Wenn sie draußen eine Kerze in der Hand haben, brauchen sie 2 Hände, sonst geht die Kerze aus. Später haben die Leipziger den Demo-Becher erfunden. Da ging es auch mit einer Hand. Aber zur Uraufführung brauchte man noch 2 Hände. Wenn sie also eine Kerze mitbringen und die entzünden, dann können sie nicht noch einen Stein oder einen Knüppel in der Hand halten. Option Kerze ist Option Gewaltlosigkeit. Und ich muss sagen, einen Spruch von einem aus dem ZK der SED, Sindermann,
den habe ich mir gemerkt. Der hatte etwas Wichtiges dazu gesagt. Der hatte gesagt, wir hatten alles geplant, wie wir Deutschen so sind. Wir sind ein gründliches Volk, wir planen alles. Und bei der Armee wird sowieso nichts ohne Planung gemacht. Wir hatten alles geplant, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Da gab es keinen Einsatzbefehl. Wenn der erste Stein geflogen wäre, dann lief das ab nach einem genau ausgeklügelten System. Da wäre es so geworden, wie es immer in der Welt ist. Und wie es vor allen Dingen am 4. Juni desselben Jahres in Peking war. Auf dem Platz, der auch noch der Himmlische Frieden heißt. Wo sie ca. 1000 junge Leute zermalmt, erschossen, verbrannt haben. Und Krenz war ja im Sommer dort gewesen mit einer Parteidelegation. Hat sich kundig gemacht, wie man dort den Sozialismus gerettet hat. Und wir dachten, jetzt werden sie hier auch so retten. Wir wussten nicht, wie es ausgehen sollte. Und dann diese großen Rufe, die zwei Säulen der friedlichen Revolution, keine Gewalt. Und das muss ich sagen, das ist für mich als Pfarrer und Christ das Allergrößte. Wir haben die Bergpredigt in zwei Worte gepresst. Keine Gewalt. Die kürzeste Zusammenfassung der Bergpredigt, die ich kenne. Kein Theologe erfunden, kein Pfarrer, kein Bischof, aus dem Volk geboren. Wir wissen nicht mal, wer es zuerst erfunden hat. Wissen wir nicht. Und es wurde gerufen, und es wurde nicht nur gerufen, sondern Gewaltlosigkeit konsequent praktiziert. Das müssen Sie sich mal vorstellen, wie es Jesus gesagt hat. Nicht schlagen, wenn du geschlagen wirst, nicht wieder dreschen, wenn du gedroschen wirst. Das haben die Leute gemacht. Stellen Sie sich mal vor, wie die aufgewachsen waren, je nachdem, wie alt sie waren. Die so alt waren, dass sie noch bei den Nazis in die Schule gegangen waren, die waren aufgewachsen mit Herrenrassendünkel und Kriegsvorbereitungen. Bei den Realsozialisten, bei unseren Genossen, aufgewachsen mit Klassenkampf und Feindbild. Und Jesus hat es nie gegeben, alles Märchen, Legende, Quatsch, neuer Gefasel von der Gewaltlosigkeit. Das ist zum Lachen, das ist gefährlicher Idealismus, denn in der Politik zählen Armee, Geld, Wirtschaft, Medien, alles andere kannst du vergessen. Und dass die so erzogenen Leute, vom Kindergarten an gab es eine Panzerecke und so weiter, die so erzogenen Leute den Geist Jesu der Bergpredigt aufnehmen. Frau Friedrich von Weizsäcker hat zu mir gesagt, das ist ein erschütternder Vorgang. Und ich gehe noch eins weiter und sage, wenn je was das Wort Wunder verdient, dann ist es das. Und das andere war, wir sind das Volk. Eine solche Formulierung des Selbstbewusstseins. Was haben wir denn erlebt hier? Alles mitgemacht. Pioniere, FDJ, Jugendfreunde. Zur Wahl jeden Zettel gesteckt. Man musste nicht mal was ankreuzen, nur einen Zettel stecken. Also eine unwürdige Sache, sage ich euch. Und ich hatte immer die Angst, dass wir mal über 100% kommen. Aber das ist immer gerade so vermieden worden. 99,96%. Eine elende Lüge. Wussten alle. Und jetzt sagen dieselben Leute, wir sind das Volk. Ihr Polizisten, für wen steht ihr eigentlich hier? Für die paar Kreise in Berlin oder was? Bei 70.000 brauchen sie niemanden zu erklären, wo das Volk steht. Und so setzte sich der Zug dann in Bewegung, in einer Ruhe. Wenn 70.000 Leute in Ruhe sich in Bewegung setzen, das ist unerhört eindrücklich. Und die Panzer zogen sich zurück, die Räumfahrzeuge. Sie kamen herum, den ganzen Ring herum. Und es ist ein ungeheurer Vorgang, den wir an diesem Abend überhaupt nicht ausloten konnten. Wir hatten nur ein Gefühl, wir waren dankbar, dass nicht geschossen worden war. Stück für Stück haben wir dann begriffen, was hier Großes geschehen war. Der 9. Oktober hat die Folgen, am 18. Oktober ist Honecker zurückgetreten. Ende Oktober ist das Politbüro zurückgetreten. Am 4. November hatten die Berliner ihren 9. Oktober, diese große Sache auf dem Alex. Und am 9. November, diesem unglücklichen Datum, ging dann die Mauer auf. Also hier war der Tag der Entscheidung. Von hier ist es ausgegangen. Und wenn wir uns das mal verinnerlichen, wann wäre uns je eine Revolution gelungen? Ich kenne in unserer deutschen Geschichte keine, bis auf die eine. Und dann beim ersten Mal, oder bei diesem Mal gleich das Größte, ohne Blutvergießen. Ich kann das nur mit dem kirchlichen Wort Gnade bezeichnen. Das haben wir Deutschen nicht verdient. Nach dem furchtbaren 20. Jahrhundert, wo von Deutschland so viel brutale Gewalt durch die Weltkriege ausging, besonders an dem Volk, aus dem Jesus geboren wurde,
dass Gott am Ende uns dieses furchterregenden Jahrhunderts, diese friedliche Revolution hat gelingen lassen. Seine schützende Hand über alle gehalten. Über die in den Panzern und die auf der Straße. Über die Stasi-Leute und die Regimegegner. Über die SED-Genossen und die Christen und die Ausreisewilligen. Alle zusammen. Keiner hat das Gesicht verloren. Keiner wurde angespuckt. Keiner wurde geschlagen. Keiner wurde gedemütigt. Das ist ein besonderer Vorgang. Und ich denke, diesen 9. Oktober, den sollten wir uns in unserer deutschen Geschichte, den sollten wir uns merken. Dann haben irgendwelche Leute den 3. Oktober zum Nationalfeiertag gemacht. Ich weiß nicht, was wir mit dem 3. Oktober sollen. Das ist der Tag nach dem 2. Oktober. Da waren Unterschriften geleistet. Aber ich habe es dann begriffen. Kohl ist ja Historiker. Und der hat den 9. Oktober bewusst immer negiert. Denn stimmt, Sie haben es ja gemerkt, am 9. Oktober waren die Politiker ja gar nicht zu sehen. Weder im Osten noch im Westen. Da war nichts mit NATO und nichts. Keine D-Mark hat hier eine Rolle gespielt am 9. Oktober. Und stellen Sie sich mal vor, die Politiker sollen einen Gedenktag feiern, wo sie keine Rolle spielen. Nur das Volk. Das ist ja nicht schlecht denkbar, ne? Also sage ich, gut, feiert weiter euren 3. Oktober. Aber der 9. Oktober, den begehen wir jedes Jahr. In Besonderheit mit der Stadt, mit vielen Leuten. Der scheidende Bundespräsident hat das auch bei Zeiten begriffen. Der hat dreimal hier eine Nikolaikirchenrede gehalten am 9. Oktober. Ist leider nicht deutschlandweit gesendet worden. Ich weiß nicht warum. Aber muss man mal sehen. Wir sind zäh dran. Diesen Tag, den können Sie sich schon mal vormerken. Und wenn ich besonders guter Laune bin, sage ich, die Deutschen brauchen sich nur zwei Daten zu merken. 24. Dezember, Heiligabend und 9. Oktober. Da haben wir zwei ganz entscheidende Daten. Einmal weltweit und einmal deutschlandweit. Einheit Deutschlands, diesmal ohne Krieg und Sieg, ohne Demütigung anderer Völker. Hier können sich die Franzosen, die Tschechen, die Polen alle mitfreuen. Die Russen alle mitfreuen. Hier ist niemand gedemütigt worden. Also das ist der Tag, den wir uns merken sollen. Und wenn Sie am 9. Oktober hier in der Nähe sind, dann kommen Sie auf alle mit hier, auf alle Fälle hier mit vorbei. Da wird das groß gefeiert, denn dieses Jahr haben wir den 15. Jahrestag. Und da wird natürlich besonders was gemacht. Es ist unverkennbar, dass Pfarrer Christian Führer sein persönliches, mutiges Engagement in jener kritischen Zeit nicht erwähnt wissen will. Er hat, wie er immer wieder betont, ja nur die Türen geöffnet. Doch auch an den vielen Montagsdemonstrationen nimmt er immer noch an führender Stelle teil. Damit zeigt er sich nach wie vor solidarisch mit der Leipziger Protestkultur. Das, was für mich das Entscheidende war, ist diese Frage, was würde Jesus dazu sagen? Also müssen wir das machen oder dürfen wir was jetzt nicht machen? Was müssen wir machen? Das habe ich unter diesem Wort herausgefunden und gemacht. Und dann muss ich sagen, dann, wenn das war, das müssen wir jetzt von Jesus ja machen. Weil sich zum Beispiel keiner der Ausreiseleute annimmt. Weil keiner für die Jugendlichen, die überall zum Verstummen gebracht werden, keiner öffnet denen die Tür. Das müssen wir von Jesus her machen. Und wenn diese Entscheidung klar war, das war am schwierigsten, das so klar zu finden, dann war keine Überlegung mehr. Dann wurde das gemacht. Ja. Unabhängig davon, was das für Folgen bringt. Ich glaube, das ist hier falsch.